tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch meinen Nachtara vor. Nachtara ist eine von 8 Weiterentwicklungen von Evoli und hat einen Unlichttyp, was ihm eine Schwäche gegen Käfer, Kampf und Fee, eine Resistenz gegen Geist und Unlicht sowie eine Immunität gegen Psychoattacken gibt. Nachtaras Basiswerte sind sehr defensiv ausgelegt. 95 KP gepaart mit 110 Verteidigung und 130 Spezialverteidigung sorgen dafür, dass der Kleine ordentlich was einstecken kann. Die EVs splitten wir hier in KP-Verteidigung und Spezialverteidigung, und zwar genau so, dass die KP auf Level 50 durch 16 teilbar sind und die beiden Def-Werte auf denselben Wert kommen. Als Wesen nimmt man Pfiffig, um die Verteidigung zu erhöhen und den Spezialangriff zu senken. Alternativ kann man hier auch Kühn spielen, das Ergebnis bleibt dasselbe. Bei den Fähigkeiten ist Synchro die erste Wahl. Diese Fähigkeit fügt einem Gegner, der Nachtara vergiftet, verbrennt oder paralysiert, denselben Status zu. Als Attacken nimmt man Schmarotzer, Mondschein, Vitalglocke und Toxin. Schmarotzer ist eine nützliche Step-Attacke, die für die Schadensberechnung den Angriffswert des angegriffenen Pokémon benutzt. Mondschein heilt Nachtara um 50%. Die Heilung wird zwar bei Regen, Sandsturm und Hagel halbiert, heilt dafür bei Sonne 2/3 der maximalen KP. Vitalglocke heilt Nachtara und das ganze restliche Team vor Statuseffekten. Toxin vergiftet den Gegner schwer und sorgt dafür, dass der Gegner immer mehr Schaden durch Gift erleidet, je länger er im Kampf bleibt. Als Item nimmt man Überreste, die dank des durch 16 teilbaren KP-Werts eine optimale Heilung geben. Dieses Nachtara ist ein echtes Monster, was Durchhaltevermögen angeht. Mit seinen Defensivwerten stallt es quasi alles, was es nicht sehr effektiv trifft. Bei Käfer-, Kampf- und Feen-Pokémon muss man zwar vorsichtig sein, jedoch wird es auch von diesen mit relativ großer Wahrscheinlichkeit eine Attacke tanken, sofern seine KP noch voll sind. In normalen Matchups solltet ihr immer erstmal versuchen, euren Gegner zu vergiften. Dadurch könnt ihr euch zur Not so lange mit Mondschein gegenhalten, bis euer Gegner am Gift stirbt. Vitalglocke verhindert, dass euer Gegner dasselbe mit Nachtara machen kann. Schmarotzer benutzt man nur, wenn man zwischen dem Heilen mal ein bisschen Zeit zum Draufhauen findet. Ein guter Switch-Partner für Nachtara ist Durengard. Der hat eine Resistenz gegen Fee, eine Doppelresistenz gegen Käfer und ist gegen Kampfattacken komplett immun. Dazu hat Durengard in seiner Schildform außerdem enorm gute Defensivwerte. Das war's jetzt aber von meinem Nachtara, und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.